Bereits am 24. April startet die neue Saison des ADAC GT Masters und mittendrin statt nur dabei ist ein 22-jähriger Österreicher, der in seine persönliche vierte Saison starten wird. Mick Wieshofer ist auch im Vorfeld bei uns jetzt im Studio. Mich freut es ganz besonders. Servus Mick. Servus Martin, danke für die Einladung. Sehr gerne. Wir befinden uns jetzt in der intensiven Vorbereitung vor dem ersten Rennen. Gib mal einen Einblick in deinen körperlichen Zustand und den Zustand deines Fahrzeugs. Alles gewappnet für den Saisonstart? Ja, wir waren jetzt letzte Woche auf den offiziellen Testtagen in Oschersleben. Wir waren auch vorher in Barcelona, Hockenheim und so weiter. Haben unser Programm gut durchspielen können, sind gut vorbereitet fürs erste Rennen nächste Woche. Zwischenstation nicht nur Barcelona, sondern glaube ich auch Hockenheim und Oschersleben jetzt zu guter Letzt, wo dann auch das Ganze eröffnet wird. Eine Strecke, die dir grundsätzlich entgegenkommt? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und auch dem Lamborghini, ja, mein Fahrzeug für diese Saison, ja, das vom Emil Frey Racing eingesetzt wird. Ja. Liegt dem Auto und mir sehr gut. Ja. Die offiziellen Testtage waren auch sehr erfolgreich. Also war sehr vielversprechend. Ja. Wir freuen uns schon. Jetzt habe ich eingangs erwähnt, das ist bereits die vierte Saison in dieser Rennserie für dich. Welche Entwicklung hast du für dich persönlich hingelegt? 2020 bist du einmal ganz oben auf dem Treppchen gestanden. Corona hat natürlich auch bei vielen Rennfahrern so ein bisschen dazwischen gepfuscht. Aber wie ist so der Stand der Dinge aktuell? Hast du das Gefühl, dass dir Step by Step eine Entwicklung nach der anderen gelingt? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, am Anfang ist es immer schwierig, wenn man umsteigt. Ja. Haben aber die ersten zwei Jahre gut nutzen können, oder ich habe es gut nutzen können, mich zu entwickeln. Ja. Und man könnte sagen, dass wir auf jeden Fall gezeigt haben in der Vergangenheit, dass man vorne mitfahren kann, ja, oder dass wir das können. Und ich hoffe natürlich auch diese Saison. Ja. Lamborghini, du sitzt in einem italienischen Auto, von dem man was erwarten kann. Wo sind vielleicht jetzt die Vorteile zu den Vorgängerfahrzeugen? Was bringt der Lamborghini mit? Ich vergleiche es jetzt mal zum Mercedes, ja, wo es deutlich ist, wo der Unterschied deutlich ist, ja, der längere Radstand, ein anderes Konzept. Ja. Auf jeden Fall Strecken wie Oschersleben, Nürburgring und so weiter, wo viele enge Kurven sind, ist für ein Lamborghini besser. Ja. Und Strecken, wo schnellere Rundenzeiten und schnellere Kurven, längere Kurven, das liegt dann, ist dann die Stärke bei anderen Fahrzeugen. Ja, aber ich bin mir sicher, dass wir auch das gut meistern werden, ja, und dass wir da auf jeden Fall in der Meisterschaft der Wörtchen mitreden können. Ja. Tests sind auch dafür bekannt, dass man sich grundsätzlich nicht in die Karten schauen lassen möchte. Auf der anderen Seite will man natürlich Rückschlüsse darüber erhalten, wo die eigenen Defizite sind. Ohne jetzt vielleicht Geheimnisse auszuplaudern, ist man teamintern mit den Tests zufrieden oder gibt es vielleicht noch das ein oder andere Schräubchen, das gedreht werden muss? Ja, das Team ist neu im ADAC GT Masters, ja. Wir haben natürlich noch ein paar Kleinigkeiten, die fixiert werden müssen, ja, wo wir noch arbeiten müssen, aber die Testtage waren sehr erfreulich, sagen wir es mal so. Ja. Wo man dann wirklich steht, sind wir dann erst nächste Woche beim ersten Rennen. Ja. Oschersleben, ein Kurs, der dir also durchaus entgegenkommt. Das zweite Rennen findet dann schon in Österreich statt. Der Heimkombi in Spielberg ist zwar jetzt noch in weiter Ferne, aber etwas, was du schon im Hinterkopf hast oder klassisch wie jeder Sportler von Rennen zu Rennen schauen. Ja, jetzt steht mal der Saisonstart vor der Tür, ja, da müssen wir einen guten Job abliefern. Ja. Und natürlich dann ist der Red Bull Ring eins von den Highlights in der Saison. Ja. Aber ich bin mir sicher, dass wir auch das meistern werden. Ja. Wann wäre es denn eine erfolgreiche Saison? Wann wäre, man glaubst du, teamintern oder wann wärst du persönlich zufrieden? Musst du eine bestimmte Anzahl an Podien erreichen? Muss ein Tagessieg her, damit du sagst, deine Entwicklung geht in die richtige Richtung weiter? Ja, ich war bis jetzt dreimal am Podium schon, ja, auch einen Gesamtsieg. Ja. Also es steht auf jeden Fall schon was am Konto, ja, und ich hoffe, dass wir das vermehren können. Ja. Und ja, wir haben jetzt keine fixen Ziele, dass wir jetzt sagen, wir müssen jetzt fünfmal das erreichen und zehnmal das. Ja. Wir werden unser Bestes geben, die Jobliste abarbeiten, sage ich jetzt mal, ja, und dann am Ende des Tages werden wir dann sehen, wo wir stehen. Ja. Jetzt hast du gesagt, Lamborghini ist neu in dieser Rennserie mit dabei. Ist das irgendwo ein Vorteil, wenn man vielleicht von der Konkurrenz noch nicht beäugt werden konnte? Oder auch ein Nachteil, wenn man vielleicht gewisse Dinge gar nicht beheben kann, wenn man keine Erfahrungswerte hat? Ja, also die Erfahrung hat Lamborghini schon. Ja. Fürs Team ist es eine neue Herausforderung. Ja, aber die haben auch recht viel Erfahrung in der Vergangenheit sammeln können. Ja. Wir haben ein gutes Paket. Und bin mir sicher, dass wir das auch zeigen können. Ja.
Kommen wir zu deinem Teamkollegen aus Finnland. Wie hat sich da vielleicht schon die Zusammenarbeit gezeigt? Eine gewisse Harmonie? Habt ihr euch schon viel austauschen können? Wie lange kennt ihr euch schon? Also den Konster kenne ich aus meiner Formel 4-Zeit noch. Ja. Sind dort gegeneinander gefahren. Ja, jetzt fahren wir miteinander. Ja. Wir verstehen uns gut. Ja. Finde, der redet auch nicht so viel. Ja, der passt ganz gut zu mir. Ja. Das Schweigen am Tisch dann sozusagen, oder wie? Nein, das Schweigen nicht, aber man redet halt nur, wenn man was auch Wichtiges oder einen guten Input geben kann. Ja. Und man schaut halt, dass man so weiterkommt. Ja. Und das funktioniert aber recht gut. Ja. Also wir haben uns gut zusammengefunden und können gut zusammenarbeiten. Ja, also wie gesagt, ja, vielversprechend. Ja. Ja, das kennen wir natürlich auch aus der Königsklasse des Motorsports. Einige Finnen, die durchaus zu Höchstleistungen getrieben wurden in der Vergangenheit, aber die waren alle eiskalt, die waren alle relativ ruhig vom Typ. Gibt es überhaupt einen Finnen, den du vielleicht im Rennsport kennengelernt hast, der genau das Gegenteil irgendwo darstellt? Oder sind die einfach so vom Gehabe her? Ah, die sind einfach so, glaube ich. Also ich glaube immer, wenn die Finnen da mit dem Kartfahren beginnen, ja, dann werden wir denen da mal gesagt, wie man es heim muss, ja, und dann kommen da alle aus der Schule gleich raus, ja. Aber, also wie gesagt, für mich sehr gut, ja, wir harmonieren, können gut zusammenarbeiten, ja, also passt alles, ja. Jetzt habe ich noch nicht erwähnt, aber die ADAC GT Masters geht bereits in die 16. Saison überhaupt. Jetzt bist du 4 Jahre, sprich ein Viertel dieser Periode mit dabei. Inwiefern hast du auch das Gefühl, dass sich diese Rennserie weiterentwickelt? Was hat sich in diesen 4 Jahren getan? Sei es jetzt die Aufmerksamkeit von außen oder auch technische Details, die vielleicht verfeinert wurden? Ja, also das Feld ist extrem stark, ja, die Fahrerpaarungen, wir sitzen ja zu zweit auf einem Auto, wie schon erwähnt mit Konster. Die Fahrerpaarungen werden von Jahr zu Jahr stärker, ja, auch die Teams, die dort mitfahren, die Hersteller wie Lamborghini gehen da auch mit richtig gut Budget und mit viel Willen, ja, dass man dort erfolgreich ist, rein. Ja. Und also es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung, wir haben sehr viele große, starke Partner, ja. Also bin echt gespannt, was sich da noch tut so in den nächsten Jahren. Ja. Na, exemplarisch. Hast du auch deinen Helm mitgenommen, um vielleicht auch mal unseren Zuschauern zeigen zu können, aus welchen Komponenten ein Helm besteht. Natürlich muss man sich auch mit seinem Team austauschen während des Rennens, aber gib vielleicht mal du Bescheid, was da alles dran ist. Ja, gerne. Also ist ein Stilo-Helm, ja, ein Vollcarbon-Helm. Ja. Was jetzt von einem normalen Motorradhelm ein bisschen abweicht, ja, ist, wir haben hier ein Mikro, ja, um mit dem Team, mit meinem Ingenieur, ja, in Verbindung bleiben zu können während den Rennen und während den Trainings. Ja. Dann haben wir Kopfhörer, also die In-Ear-Kopfhörer, die stecken wir dann hier an. Ja. Dann sind die Kopfhörer mit Helm verbunden und das Kabel verbinden wir dann mit dem Fahrzeug, wo dann das Funkgerät drinnen ist. Ja. Und dann haben wir noch eine Antenne oben am Auto und so entsteht dann die Funkverbindung. Ja. Ja, sonst natürlich der Sicherheitsfaktor sehr groß. Ja, ist halt nicht einfach ein Visier. Ja. Das muss halt bestimmte Kräfte aushalten können. Ja. Und auch der Helm, Vollcarbon, wie gesagt. Ja. Also da wird schon sehr auf Sicherheit geschaut. Ja. Ein hochwertiges Produkt auf jeden Fall. Zu den Funksprüchen hätte ich vielleicht noch eine Frage für Außenstehende, die mit dem Rennsport natürlich in Berührung kommen, aber keine Ahnung haben, wie viel sich während eines Rennens ausgetauscht wird. Geht das eher vom Fahrer aus, vom Team, je nach Bedarf? Gab es dann schon Rennen, wo vielleicht die Funksprüche ein bisschen zu viel werden? Gibt es ein gewisses Limit, wo du sagst, da muss man dann einen Riegel vorschieben, dass nicht zu viel wird von der Kommunikation? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also überhaupt ich glaube, wir haben nirgends so viel Funkverkehr wie im Rennen. Ja. Überhaupt durch den Boxenstopp, den wir haben, ja, dass wir uns da absprechen, weil die Box sieht ja mehr wie ich im Fahrzeug. Ja. Ich gebe halt meine Präferenzen ab oder meine Ideen, ja, wann wir wie wo den Boxenstopp ablegen. Ja. Und der Hauptteil ist nur Strategie eigentlich. Ja. Und sicher wird es da mal viel, ja, oder wenn dann die Emotionen irgendwo hochkochen, ja, dann passiert es auch mal, dass man wo den Funk absteckt kurz, ja, dass man ein bisschen runterkommt. Ja. Aber man muss ja dann wieder in Verbindung mit der Box sein. Ja. Also, ja, wie gesagt, also im Rennen haben wir wirklich sehr viel Funkverkehr. Im Training natürlich waren wir wo was ausprobieren, ja, wie sich das Fahrzeug verhält, ist alles in Englisch bei uns. Ja. Trotz, dass ich einen Ingenieur aus Deutschland habe, aus Bayern. Aber
ja, wie gesagt, alles in Englisch und Rennen am meisten, Training geht so und im Qualifying ist dann eher ruhiger. Da schauen wir nur, dass wir das Fahrzeug richtig auf der Strecke platzieren und dann bist du eigentlich nur für dich und versuchst, dass du da die besten Rundenzeiten abliefern kannst. Ja. Und ja, so funktioniert das bei uns. Ja. Sehr interessant. Die Helmthematik würde ich ganz gern noch mit dem Reinigungsthema vielleicht abschließen, weil sich jeder vorstellen kann, dass natürlich nach einigen Runden, die gedreht werden, wo Adrenalin einschießt und natürlich auch körperliche Höchstleistung gefragt ist, der Helm ein bisschen oder der Kopf dann dadurch ein bisschen zu schwitzen beginnt. Wie sieht es denn da aus? Bist du da selbst für dich verantwortlich? Ist das Team intern dann so ein Auffanglager, wo die Helme gereinigt werden? Ja, also wir haben in der Box eine Wand, wo dann die Helme stehen, während wir nicht fahren. Ja. Da haben wir so wie Helmtrockner, das sind Ventilatoren unten drauf. Ja. Also das macht jetzt keiner für uns. Ja. Das schaffen wir schon, dass wir den Helm da reinstellen. Ja. und da wird dann der getrocknet. Ja, und du solltest den halt ein, zwei Mal in der Saison. So. Du kannst die ganzen Pads innen, den Schaumstoff kann man waschen. Ja. Und dann nimmt man dann halt den Bezug raus und wascht den. Ja. Aber das schafft man schon alleine, ja. Also lauter frisch gewaschene Rennsportler, die sich unter diesen Helmen dann befinden. Zur Rennserie generell, in diesem Jahr wurde auch ein Kraftstoff hergestellt aus erneuerbaren Komponenten, zumindest zu 50%. Also dieses Nachhaltigkeitskonzept will man weiter verfolgen. Inwiefern hast du auch als Fahrer das aus der Ferne mitbekommen? Inwiefern waren Fahrer vielleicht auch in diesem Prozess involviert? Entschieden wird wahrscheinlich eher in oberster Etage, aber nimmt man das wohlwollend zur Kenntnis, dass man tatsächlich auch im Motorsport auf die Umwelt sieht? Ja, auf jeden Fall ist mittlerweile ein großes Thema in unserer ganzen Gesellschaft geworden. Ja. Für uns ist im Endeffekt egal, was da für ein Sprit drin ist, wenn ich es mal so sagen darf. Das größere Problem hat das Team, ja, oder der Hersteller, der dann versuchen muss, dass das trotzdem alles so funktioniert, wie sich das die Herren da oben vorstellen. Ja. Ist aber meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Ja. Wir haben auch im GT Masters die plastikfreie Zone, plastikflaschenfreie Zone. Ja. Und also wir schauen da wirklich drauf, dass wir da auch was beitragen können und dass wir dort in die richtige Richtung gehen. Ja. Also auch die Umwelt steht im Motorsport tatsächlich mittlerweile im Vordergrund. Ich würde ganz gerne auf das zu sprechen kommen, was wir beim letzten Mal unter anderem angeschnitten haben, ohne jetzt wirklich großartig darauf einzugehen. Du hast nämlich gesagt, die DTM wäre schon irgendwann das Ziel. Jetzt haben wir einen ehemaligen Rallye-Fahrer mit Sebastian Loeb, der zumindest in Portugal mal an den Start geht, der im zarten Alter von 48 oder 49 Jahren jetzt in dieses Wagerl reinsteckt und vom Rallye auf den Asphalt umsettelt. Glaubst du, wird ihm dieser Umstieg leicht gefallen? Wird er sich eher hinten einrennen? Was ist deine Prognose? Ja, also der Sebastian, der weiß schon, wie man Fahrzeuge bewegt, sage ich jetzt mal. Ja. Ob er vorne mitfährt, wird schwierig, weil die letzten Zehntel ja in einem GT3-Fahrzeug, die kosten richtig viel Arbeit und Energie. Ja. Also ich glaube nicht, dass er in der ersten Saison vorne mitfahren kann. Ja. Aber er wird sicher ein paar gute Leistungen zeigen. Ja. Wie gesagt, er weiß schon, wie man so Fahrzeuge bewegt. Ja. Und bin sehr gespannt. Ja. Auch ein Luki Auer könnte in dieser Saison weiter durchstarten. Hat er auch in der Vorsaison das ein oder andere Rennen am Podium dann auch abgeschlossen. Traust du ihm einen weiteren Entwicklungsschritt zu? Ja, der Lukas war mein Teamkollege vor 3 Jahren. Ja. Der weiß auch schon, wie man die Fahrzeuge bewegt. Ja. Der ist richtig gut, ja. Mercedes, die sind letztes Jahr Meister geworden, ja, also da weiß man, dass das Fahrzeug funktioniert, ja. Und mit Lukas ist das sicher eine gute Kombi, also ich bin auch dort sehr gespannt, wie gut das funktioniert, ja. Ja, und auch mit Lukas Auer haben wir dann in Kürze hier auf Krone TV ein exklusives Interview. Er wird uns dann via Skype zugeschaltet sein. Zum Abschluss würde ich ganz gerne die Formel 1 auch noch ein bisschen anschneiden, die ja jetzt hoffentlich mal diesen erhofften Umschwung bringt, dass nicht nur Mercedes dominiert, sondern auch Ferrari tatsächlich wieder back in business ist. Die ersten Rennen haben zumindest gezeigt, dass Charles Leclerc weltmeisterlich unterwegs ist. Glaubst du, wird ihm die Luft ausgehen oder fährt er so souverän, dass du sagst, er kann das tatsächlich durchziehen über mehrere Monate? Ja, die haben anscheinend alles richtig gemacht in Italien. Ne? Charles macht auch einen mega Job, ja, die ersten 3 Wochenenden. In österreichischer Sicht hoffe ich natürlich, dass Red Bull und der Max da ein bisschen aufholen, ja? Dass die da ein bisschen mehr Zuverlässigkeit reinkriegen in das System. Ja? Und dann bin ich mir sicher, dass die da auch wieder vorne mitfahren können. Ja?
Aber generell gesehen für die Formel 1 glaube ich, dass sie das mit den neuen Fahrzeugen richtig gemacht haben. Ja. Das Racing ist viel spannender, also für einen Zuschauer ist auf jeden Fall ein guter Schritt in die richtige Richtung, ja, und wird, glaube ich, eine spannende Saison. Ja. Die weltmeisterliche Leichtigkeit bei Max Verstappen war durchaus zu sehen in den ersten drei Rennen, aber zweimal wurde er aufgrund technischer Defekte aus dem Rennen gerissen. Glaubst du, nagt das an einem Weltmeister mit Selbstbewusstsein à la Max Verstappen, oder wird er sich aus dem Sumpf ziehen und der Konkurrenz tatsächlich den Kampf ansagen? Also technische Ausfälle, das ist immer ein bisschen schwieriger, weil man als Fahrer halt nicht wirklich viel eingreifen kann oder ändern kann. Ja. Da muss man halt aufs Team hoffen und mit dem Team so gut wie möglich zusammenarbeiten, dass man die Probleme löst für die Zukunft. Aber ich bin mir sicher, dass die das in Zukunft regeln können und dass die auf jeden Fall auch dieses Jahr noch ein Wörtchen mitreden können. Ja. In der Konstrukteursweltmeisterschaft belegt Mercedes derzeit den zweiten Platz aufgrund der Ausfälle von Max Verstappen. Aber den eigenen Erwartungen hinkt man vielleicht noch ein bisschen hinterher. Man war sich, glaube ich, bewusst darüber, dass es am Anfang der Saison nicht einfach wird. Aber als Mehrfach-Weltmeister wird sich Lewis Hamilton wahrscheinlich nicht auf Dauer mit Platz 5 und 6 zufrieden geben. Wann erwartest du da vielleicht so diesen Turnaround von Toto Wolff und Co.? Ich glaube, dass die tatsächlich ein bisschen länger brauchen werden als Red Bull. Ja, ich glaube, dass die richtig viele kleine Probleme haben, was man in der Öffentlichkeit jetzt nicht so weiß. Ja. Wie du gesagt hast, ja, die haben halt mit Glück sind die am zweiten Platz in der Meisterschaft. Ja. Die wissen auch, wie es funktioniert. Ja. Die haben 7-mal die Weltmeisterschaft geholt. Ja. Werden auch irgendwann wieder anschließen können. Ja. War ziemlich sicher auch diese Saison, aber ich glaube schon, dass das noch ein bisschen länger dauert als bei Red Bull, ja. Oder ich hoffe es. Also drei Teams, die sich möglicherweise an der Spitze dann manifestieren könnten. Wir haben aber auch gesehen, du hast es ja auch bereits gesagt, die Formel 1 rückt ein bisschen wieder zusammen, wird spannender und unberechenbarer. Das Haas-Team, das in der letzten Saison sang- und klanglos untergegangen ist, hat zumindest zu Beginn durch Kevin Magnussen aufzeigen können. War das für dich eher eine Eintagsfliege und die Strecke ist dem Wagen entgegengekommen, oder glaubst du, dass die vom Leistungsniveau tatsächlich einiges aufgeholt haben? Ich glaube schon, dass die auf jeden Fall ein paar gute Schritte gemacht haben über den Winter. Natürlich hat die Strecke auch hat ihnen gepasst zum Fahrzeug. Ja. Aber es werden noch Strecken kommen, die ihnen liegen. Also ich glaube schon, dass die da noch ein paar gute Resultate einfahren können. Ja. Zum Abschluss, gib uns nochmal einen Einblick bis 24.04. zum ersten Rennen. Eh klar, das Wochenende ist dann mit Training und Qualifying auch versehen. Aber wie sieht die Zeit bis dahin aus? Was steht im Vordergrund? Körperliche Fitness, gute Ernährung, guter Schlaf oder viel auf der Rennstrecke sein? Oder alles zusammen? Ein bisschen was von allem, ja. Also natürlich muss man da so fit wie möglich hinkommen, ja, was das Training angeht, Ernährung und so weiter, ja. Wir sind dann ab Dienstag schon an der Strecke in Deutschland, ja, und bereiten uns dort dann nochmal intensiver vor. Und ja, ein bisschen was von allem und hoffentlich machen wir alles richtig, ja, und können dann dort eine gute Leistung zeigen. Ja. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen in deinem neuen Lamborghini. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch hier im Studio. Danke, Martin. Das war also Mick Wieshofer, der in seine vierte Saison in der ADAC GT Master Serie hineinstartet. Einmal stand er schon ganz oben 2020 und mit seinem finnischen Teamkollegen möchte er auch in dieser Saison ein Wörtchen mitreden, wenn es um die Tagessiege geht. Und ich bin überzeugt davon, dass ihm das gelingt und dann wird er hoffentlich in ein paar Monaten als Sieger wieder hier vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal. Boom, 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 boom.